Willkommen zu F1's Breaking Point Part 3 bereits. Letztes Mal ist es ziemlich abgegangen und der Vater von Devin scheint auf unserer Seite zu sein. Ich bin mega hyped auf den nächsten Part. Und ich würde sagen, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da und schaut gern auf Social Media vorbei. Da werden wir mal gucken. Ja, natürlich alles, was Level bringt, werden wir nehmen, weil ich natürlich auch gucken will, dass unser Level ein bisschen nach hoch geht. Was ist mit Kelly Mayer? Hatten Sie sie zu der Zeit schon auf dem Schirm? Natürlich. Sie hat in der Formel 2 große Wellen geschlagen. Das ist jetzt, Und Ackermann hat nur noch über sie gesprochen. Okay, also Ackermann hat man auch so ein bisschen mit eingebracht. Jetzt wird's interessant, Leute. Wir gehen in die Niederlande, aber in die Formel 2. Das heißt, wir müssen auch mit ihr fahren. Hier ist unsere führende Kelly Mayer. Sie ist hier heute in Zandvoort mal wieder unglaublich schnell unterwegs. Wird das dann in Season 2 vielleicht unsere Teamkollegin? Und jetzt fährt sie in die Box. Was haben Sie vor? Das ist eine interessante Strategie von Ihnen. Sie hat ein äußerst hohes Tempo vorgelegt. Ist das die richtige Entscheidung? Oh, hoffentlich. Ein gewagter Ansatz, ganz klar. Geht's aber schief. Etwas verrückt meiner Meinung nach, aber warten wir es ab. Und da ist sie mit brandneuen Reifen. Alle anderen haben doch die ursprünglichen Reifen drauf. Auf welcher Position wird Kelly Mayer heute landen? Warten wir es ab. Finde ich cool, dass man das gesplittet hat, dass man jetzt Formel 2 auch fahren muss und auch mit einem zweiten Charakter. Ähnlich wie mit Ackermann und Aiden Jackson damals. Gewinne das Rennen. Und das sind Formel 2 Autos. Ich habe keine Ahnung, wie das Handling von denen ist. Bin noch keine Runde mit denen gefahren. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns loslegen. Okay, lassen wir uns mal versuchen, da reinzukommen. Aber sie haben gutes Handling, also. Sie sind wieder sehr blochig. Alter Fuck. Jack Doohan. Da gehen wir außen an Jack Doohan. Ich frage mich ja, müssen die anderen in die Box? Also Armstrong ist Erster. Mit diesen, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen mickrigen Autos, sieht die Strecke echt viel, sehr breit aus. Auch an Zandvoort hat sich einiges getan. Natürlich am meisten fallen mir die breiten Curbs, auf die nicht mehr so hoch zu scheinen sein. Keine Ahnung. Sie scheinen nicht mehr so hoch zu sein. Aber ja, erster Platz werden in so einem Rennen, das wird halt dann auch interessant. Roy Nissan jetzt vor uns. Aber ich muss sagen, ich habe TSC Mittel und merke nicht mal, dass das aus ist. Also, dass das Mittel ist. Die Autos lassen sich, okay, ja, manchmal schon, wenn ich zu schnell aufs Gas steige. Aber man merkt das kaum, TSC, also wirklich. So, jetzt an Daru Waller dran. Ja, der Körper wurde endlich angepasst. Der war viel zu hoch in den alten Formelteilen. Auch hier alles viel flacher. Zandvoort ohnehin jetzt besser mit diesen Änderungen. Wir dürfen uns halt nicht zu lange hier mit einem spielen. Aber jetzt, glaube ich, ist das ziemlich gut rechts vorbei. Ich hätte auch ihm gegönnt, dass er da eventuell in der Formel 1 noch Fuß fassen kann. Nach dem Skandal mit, Liam Lawson, mir fällt der zweite einfach nicht ein. Liam Lawson ist ja gemobbt worden von ihm. Oder als, wie schon bezeichnet worden. Und, ja, Gewinner des Rennen wird schwierig. Muss mal gucken, ob die anderen auch in die Box fahren. Purple, das ist schon mal sehr gut. Ich weiß auch nicht, warum man in die Box fährt, wenn dann alle eventuell sogar draußen bleiben. Ich finde es cool, dass man da oben links jetzt hingeschrieben hat, welches Rennformat. Und natürlich auch mit dem Formel 2 Logo sieht das unfassbar futuristisch aus. Man, wirklich, also das ist so schön geworden mit Formel 2 Sprint Race und so. Also man weiß direkt, was Sache ist und muss jetzt nicht, ist das jetzt das Sprintrennen, ist das jetzt das Hauptrennen, also das ist sehr, 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 sehr gut gelungen. Aber ich denke mal, das ist Pietro, weil Enzo noch in, wobei ich glaube, die fahren beide aktuell schon in der Formel 2, aber es muss dann Pietro sein. So, das ist P8 und Theo ist jetzt vor uns.
den male ich auch noch gute Chancen für die Formel. Ich will die ganze Zeit ERS drücken, aber das bringt dann natürlich nichts. Wieder Purple, wieder Fastest Lap. Die war es auch, so ein talentierter Fahrer. Und ich glaube, Red Bull hat mit dem ja noch lange gut. Also die sind echt sehr, 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 sehr gut unterwegs. Auch endlich hier oben rechts dieser fette Curb. Das macht richtig Spaß beim Rausbeschleunigen. Man kann hier richtig... Also Zahnfurt, ich finde die Änderung generell, was man an jeder Strecke nahezu übernommen hat. Ein bisschen fehlt mir Singapur natürlich. Vielleicht kommt das auch mit einem Update, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also in Singapur wird ja der komplette letzte Sektor geändert, ist er noch nicht geworden. Vielleicht gibt es dann irgendwie zwei Varianten oder man lässt es komplett sein, weil ja halt auch eben die KI noch nicht trainiert ist. Aber dann wundert es mich halt, warum man Spanien gemacht hat und Singapur nicht, obwohl Singapur ja schon seit Jahren gekündigt worden ist oder so. Also muss ich mal gucken. Also vielleicht ist es auch geändert worden. Glaub aber ehrlich gesagt nicht, oder? Also es gab ja auch so viele Änderungen dieses Formel 1. Das ist nahezu schon traumhaft, was sich da alles geändert hat. Und dass das wirklich vom Game nahezu alles übernommen wurde, ist einfach nur toll. Logan Sargeant hier noch in der Formel 2 unterwegs. Also da, das ist sehr cool. Jetzt sagt er ja schon Formel 1 Fahrer, aber wir sind ja noch in der 22. Und Logan, du bist jetzt ein Platz weiter hinten. Das ist P5, ja. Und ich hoffe, wenn die anderen nicht in die Box gehen, dann müssen wir ordentlich noch sprinten, denn wir sind schon in der Zauber. Könnten wir meine absoluten Lieblingskurve holen? Ja, Mann, es reicht. Die Formel 2 Autos sind natürlich durch den weniger Pace, also durch den riesen Pace-Unterschied, sind die natürlich um einiges einfacher aus den Kurven zu steuern. Und wieder grün im ersten Sektor. Ja, wir sind doch die einzigen mit den roten Reifen hier. Und wir machen es uns ja, es ist wirklich nahezu traumhaft einfach, mit diesen Reifen die schnellste Rennrunde zu fahren. Nova Luck jetzt vor uns und Liam Lawson. Und ja, wer als erster Armstrong? Also der erste auch immer fest im Blick. Und ich denke mal auch, wenn Devin so weitermacht, oder es könnte natürlich auch sein, wenn wir dann, es ist ja saisonübergreifend, Breaking Point, dass wir dann eventuell dass wir dann eventuell vom Team weggehen und dann eventuell mit Maya, also mit ihr hier, dass die nachher zu Cornersport Racing kommt. Also kommen wird sie auf jeden Fall, ob sie anstatt Devon oder anstatt Aiden kommt, ist dann noch die Frage. So, wir kommen aus der Kurve verdammt schnell raus, aber auch Novalak ist unheimlich schnell hier. Ich habe ein bisschen in dieser Runde abreißen lassen. Das habe ich auch selbst gemerkt, dass die Runde jetzt nicht gerade die schnellste war. Da kommt wieder Novalak. Aber jetzt dritter Platz. Podium ist schon mal da, aber natürlich ist das Ziel der Win. Und wir haben noch zwei Runden. Also drei. 13, 14, 15. Oh mein Gott. Gelb. Da hinten scheint... Nein, da vorne. Nein. Armstrong scheidet aus mit Motorschaden, der Arme. Da bekommen wir den ersten Platz nahezu geschenkt. Mark, Alter, der führt das Rennen so souverän an und dann Motorschaden. Zwei Runden vor Schluss. Das ist dann echt schon bitter. Ja, das, so gewinnen wir locker. Ja, aber nicht mit so dummen Fehlern hier. So, raus aus der Kurve. Sehr, sehr toll. Denk mal auch, dass die roten Reifen jetzt wieder zu Ende gehen werden. Dann merke ich jetzt schon aus den Kurven raus. Das habe ich auch schon gemerkt, ja. LOL, oh, in der Steilkurve schon DS. Alter, ist das eng! Und hier vorbei an Liam Lawson. Wir übernehmen die Führung. Und das wieder. Also lol, die Strategie ist aufgegangen. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht so viel Risiko gehen hätte müssen. Aber es ist natürlich für uns hier perfekt gewesen. Es hat Spaß gemacht. Das hier Kies nach dem Körper, das ist asozial. Und das wirklich in der vorletzten Runde. Also wir hatten, ich hatte heute nicht viel zu lachen hier. Aber es ist natürlich auch neues Terrain. Ich bin Formel 2 in F1 23 noch gar nicht gefahren. Das sind wirklich meine ersten Runden, meine ersten Kilometer hier überhaupt. Und da finde ich die Formel 1 Autos vom Handling her fast besser. Also die sind halt sehr blochig, die Formel 2 Autos.
brauchen halt ewig, bis sie auf Topspeed-Niveau sind. Aber so, eigentlich sehr spaßig, muss man sagen. Hätte nicht geglaubt, dass wir heute so ein langes Formel-2-Rennen fahren müssen. Mal gucken, was das für Auswirkungen haben wird auf unsere Karriere. Also nicht jetzt auf ihre, sondern auf die mit Aiden. Ich kann mir nämlich auch gut denken, dass das jetzt auch schon der Grundstein für sie hier ist, dass die in die Formel 2, in die Formel 1 aufgenommen wird. Vielleicht jetzt mal das Ersatzfahrerin für Konnersport. Auf welche Seite wird sie sich schlagen? Ich meine, wenn sie klug ist, wird sie sich natürlich auf Aidens Seite begeben. Weil Aiden natürlich auch vom kompletten, ja, viel, viel sympathischer ist. Es geht in die letzte Runde hier in unseren Formel 2 Rennen. Gucken wir mal, wer ist denn eigentlich unser Teamkollege hier in diesen fiktiven Rennen? Wie heißen wir? Kelly Mayer. Und unser Teamkollege ist Kellen Williams. Auch cool. Kelly Kellen. Eigentlich sind wir ja, Jamie Chadwick, die echt sehr erfolgreiche damals W-Series-Fahrerin. Dann war sie ja Fans Academy und jetzt ist sie schon bei Williams unter Vertrag als Entwicklungsersatzfahrerin, Promo, Sponsor, keine Ahnung, was sie alles da macht, aber wirklich sehr beeindruckend. Die hat da wirklich Woche für Woche, Rennen für Rennen das Feld abgezogen. Sehr, sehr beeindruckende Frau, wirklich. Dachte auch zuerst, die ist irgendwie mit, es gab ja mal einen Chadwick in der Formel 1, aber die ist nicht verwandt irgendwie, also das ist wirklich nur sie. Ja, die Körbchen, die sollten wir auch meiden, weil es wird schon schwierig hier. Aber aus den Kurven raus, ich fühle mich schon, wie wenn ich schwimmen würde. Gewinne das Rennen, das sollten wir jetzt schaffen. Kelly Mayer gewinnt. Ja, ich bin froh, wenn ich im Ziel bin. Die Formel 2, das sind jetzt nicht so meins. Das heißt NZ nicht zur Zeit, oder was? Nicht zur Zeit vielleicht, oder so, oder... So, aus der letzten Kurve raus und ja, 50% vorne links, die merkst du jetzt auch schon. Wir gewinnen hier mit einer tollen Strategie. Kelly Mayer gewinnt. Die Siegerin will ich mir aber angucken. Denn es ist natürlich neu. Cool. Gratulation an das gesamte Team hier bei Gratulation an Kelly. Natürlich auch Liam auf dem Podium. Und wer ist Dritter geworden? Theo Pocher? Ich bin mir nicht ganz sicher, war das Frankreich? Auch gut gemacht hier. Verschiedene. Ja, nicht keine Zwillinge mehr. Nein, das ist nicht. Ich keine Ahnung, wer das ist. Oder? Ist das Theo? Das könnte Theo sein. Na, Novalak, okay. Es ist Novalak. Und Janet, ja, Novalak, Franzose, okay. Dann hast du vielleicht Nouvelle. Nach dem Rennen Niederlande, wir werden mal gucken. Story. Kelly, worauf führen Sie Ihren Erfolg in dieser Saison zurück? Oh, auf meine Geschwindigkeit, würde ich sagen. Wie meinen Sie das? Auf jeden Fall ist es überaus hilfreich, schnell, sehr schnell zu sein. Kasper. Nein. Kasper! Aber mal im Ernst, ich habe ein fantastisches Team um mich und er hier hat sich als äußerst nützlich erwiesen, mehr als alle anderen. Mir wirkt es ein bisschen Kasper, arrogant, oder? Kasper, warum so schüchtern? Zeig dich mal. Ja, okay. Oh mein Gott, Kasper, in die Formel 2 gegangen. Ist diese Saison eine wichtige Rolle? Ich sitze nicht hinterm Steuer. Meine Reifenstrategie hat ihm nicht gefallen. Sie hat einfach keinen Respekt, ganz schön frech. Noch einmal bitte, welche Rolle genau spielen Sie bei Kellys Erfolg? Eigentlich gar keine. Es geht nur um sie. Damit hat er gar nicht mal so unrecht. Und hatten Sie da bereits Kontakt zu Kasper Ackermann? Ackermann und ich kennen uns schon sehr lange. Ja, und natürlich erinnert mich das ein bisschen an Mark Webber. Ach, man kann... Okay, nein. Natürlich erinnert mich das ein bisschen an Mark Webber und an Oscar Piastri. Der ist ja auch so sein Mentor. Und das ist jetzt
Evelyn. Okay, hören wir uns mal an, was die zu sagen. Lass mich raten. Du hast das Rennen gesehen, könntest nicht stolzer Mutter? Sein und das ganze Büro ist ausgerastet. Na, das hat mir ein paar Minuten erspart. Wir sprechen uns dann wohl später. Sorry, aber ich finde Kelly sehr unsympathisch. Oh, ich könnte nicht stolzer sein, Kelly. Was für ein Rennen. Das ganze Büro ist ausgerastet. Na, hör auf. Ernsthaft, so wie du fährst, müssen wir deinen Namen ändern. In was? In Gewinnerin. Du hast das Ding im Sack, Kerl. Ja, genau das ist der preisgekrönte Journalismus, den ich jetzt brauche. Aber ein Rennen nach dem anderen, ja? Oh, hört sich nach Kaspar an. Passt er auf dich auf? Immer. Ich habe ein Treffen mit ihm, zu dem ich zu spät kommen werde. Ich muss los. Okay? Okay, Süße. Ruf mich heute Abend an, ja? Ah, gut, sehr cool. Ja, ja, ja. Entweder wirkt sie mir genervt oder sehr überheblich. Also, ich weiß noch nicht genau, was ich von Kelly halten soll. Ich fand es einerseits natürlich mal cool, dass man sie reingebracht hat, aber ein bisschen sehr überheblich noch. Aber trotzdem sehr, sehr cool, dass man auch hier diese Formel 2 hat. Finde ich toll. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Und wie findet Kelly? Mir kommt es ein bisschen entweder genervt oder überheblich vor. Ich weiß nicht genau, was ich von ihr halten soll. Was findet ihr, was hält ihr von Kelly? Ich finde ja die Abwechslung zwischen Formel 1, Aiden Jackson, Devin Butler und ihr natürlich in der Formel 2 sehr interessant, sehr cool und ich hoffe auch, dass die dann später zu Konnersport Racing kommt, weil es heißt ja auch schon, hatten sie Kontakt und so weiter. Wer geht dann? Devin oder Aiden? Bitte spoilert nicht, ich habe noch nichts gesehen. Wenn ihr gerne den Channel kostenlos, lasst gerne irgendwie einen Daumen da und falls euch meine Videos gefallen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Schaut gerne auf Instagram und vor allem gerne auf jetzt unterstrich-Tobi-Steckdorf vorbei. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Hier vorhin kam auch mein Team und ciao.